Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tropico 5. Tropičković. Wir sind hier wieder auf Bau Bau in Mission 4 und sollen 50.000 Dollar auf unser Schweizer Bankkonto sammeln. Und dafür haben wir jetzt schon, bitte mal, bezahlen Sie die USA. Das war die erste Aufgabe quasi. Die werden wir dann, sobald wir mal ein bisschen Kohle ranschaffen, machen. Ja, wir sind jetzt dran, unsere Zuckerrohr- bzw. unsere Rum-Industrie aufzubauen, denn das gibt Kohle. Und deswegen machen wir hier mal wieder die Zeit an und schauen mal, wie es weitergeht. Wir haben in der letzten Folge hier unseren Erkundungstrupp losgeschickt, der hier oben hin soll, um diesen Fog of War wegzumachen, damit wir hier noch eine Zuckerrohrplantage hinklatschen können. Und dann demnächst mal die Rumfabrik, die Destillerie, haben wir nämlich noch nicht gebaut, richtig? Nee, haben wir nicht. Wir haben hier ein bisschen in der Stadt gebaut, für Unterhaltung und so weiter gesorgt. Kabarett, einen kleinen Laden. Eine Highschool haben wir auch schon, sehr schön. Und da haben wir jetzt unser Baubüro, hat da jetzt erstmal genug mit zu tun. Ja, die Farm wird dann hoffentlich demnächst mal gebaut. Und dann brauchen wir viel Geld. Das heißt, ich kann die Aufgabe immer noch nicht machen. Wir brauchen viel Geld, um die Destillerie zu bauen. Die kostet nämlich, mal gerade gucken. Wo ist sie? Darum, Destillerie kostet 23.100. Also das ist schon übelst viel, aber das werden wir machen. Und soweit ich das jetzt hier erkenne, haben wir auch kein Zeitlimit irgendwie. Das heißt, ist alles sehr gechillt fürs Erste. So, unser Holzfällerlager ist soweit fertig. Das kann jetzt hier arbeiten. Da können wir mal gerade gucken. Genau, pflanzt neue Bäume währenddessen. Machen wir natürlich an. So, der Erkundungstrupp geht dahin. So. Ja, ansonsten läuft es eigentlich. Wir haben jetzt noch nicht so ein großes Exportvolumen. Ich glaube gerade so ungefähr 10.000 oder so kriegen wir pro Fuhre. Damit können wir uns zumindest mal über Wasser halten. Ich hatte auch überlegt, die Bauxitmine hier eigentlich wollte ich auch nochmal in Beschlag nehmen. Das werden wir auch tun. Warum nicht? Kostet nicht viel und gibt Geld. Straße. Na. Ich muss natürlich hier an dem Feld vorbeiführen. So in etwa. Okay, die ist auch im Bau. Und dann wollen wir hier natürlich noch eine Straße dran haben. Da müssen wir gerade gucken. So am besten. Und hier dann gerade. Schauen wir mal. So, der Trupp ist jetzt gleich da. Da können wir mal gucken. Das reicht, um dann eine Plantage hinzubauen, die relativ grün ist für Zucker. Ja, das sieht gut aus. Zack. Perfekt, so wollte ich es haben. Okay, da können wir hier irgendwo, können wir dann die Destillerie hinklatschen. So, jetzt sind wir auch wieder Minus. Naja, nicht schlimm. Was exportieren wir hier? Exportieren wir schon Baumstämme da. Wie gesagt, mir fehlt hier die die Anzeige, wie viel das jetzt kostet, also wie viel das jetzt an Dollari bringt. Also die einzelnen Posten, die jetzt hier stehen. Aber gut. Macht eigentlich unser Schiff momentan? Der macht was, ne? Die Eleonore, genau. Die exportiert Eisen. Gut, das ist okay. Ich weiß nicht, ob wir hier auf Baubau Kaffee und Kakao gut anpflanzen können. Deswegen, das lassen wir dann erstmal. So. Na schön. Ja, ich hatte auch schon mit dem Gedanken gespielt. Wir können ja hier, wo ist das? Der Infrastruktur, ne? Einen Parkplatz bauen. Also willst du eine Arbeitsqualität. Ja, könnten wir hier irgendwo hinklatschen, damit das hier so ein bisschen die Industrie ein bisschen mehr gefördert wird. Könnten wir eigentlich machen, oder? Na gut, jetzt nicht, machen wir das später. Hier passt perfekt hin. Häuser, ja, Häuser sind wahrscheinlich auch notwendig. Guck mal gerade. Wohnraum 36, Obdachlose 21, auf jeden Fall Häuser jetzt demnächst mal hinklatschen. Hier nehmen die Oper, kommt ein neues Gebiet hin. Aber dafür brauchen wir natürlich richtig Kohle und deswegen, das kommt dann doch erst, nachdem wir die Rumindustrie ans Laufen bekommen haben, würde ich sagen.
Kabarett ist fertiggestellt. Ich glaube, wir machen mal die Zeit ein bisschen schneller. Ja, hier nichts passiert in dieser Folge. Hier die beiden Plantagen und die Mine wird natürlich, werden noch nicht gebaut. Das wird wahrscheinlich dann, nachdem die Highschool fertig ist und die der kleine Laden wahrscheinlich. So, Highschool dürfte jetzt jeden Moment fertig sein. Präsidente, wir konnten einfach ja, kein... Cool. Gucken wir mal eine Forschung. Das heißt, wir da schnellstens, wollte ich ja Stahl. Gut, da müssen wir jetzt erstmal hier noch Strom und Dings erforschen. Juristensprache. Ich erinnere mich an meine Tage in der Highschool. Damals war ich ein pickelübersiedeltes Monster. Die jetzt. Anführerin der Cheerleader sind schnappte wir sich Plus, einmal meinen Freund, Sportskanone Raoul. Da ließ ich sie ihre eigenen Puschel ja, wieder 10.940. Dann sagte ich zu Raoul, es stinkt mir, dass du mich betrügst. Da ist eine Aufgabe dann schließe ich ihnen eine Jauchekuchen. Mission. Zum Glück bin ich seitdem etwas ruhiger geworden. Die nehmen wir noch nicht an, weil ich erstmal, wie gesagt, mich hier um die Rum-Sache kümmern möchte. So. Okay, das war unser Handelsschiff. So, jetzt werden hier auch langsam die Plantagen schon mal hingezimmert. Gut, 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 gut. Eine großartige Zeit, Diplomat zu sein. Ja, Botschaft. Alle eilen umher, um Verbündete... Machen wir. Aber erst, wenn es die Zeit zulässt. Das nächste Schiff gibt uns wieder knapp 10.000. Ja, das ist dann ganz gut, weil ich glaube, dann hätten wir quasi genug Geld, um die Rum-Destillerie zu bauen, oder? Nein, leider noch nicht. Wir brauchen über 10.000 dafür. Das heißt, noch ein bisschen sparen. Das werde ich jetzt auch tun. Ich werde nichts bauen, nichts Neues. So, die erste Zuckerrohrplantage ist fertig. Tada. Okay, Kohle, wie viel ist da eigentlich noch drin? Oh, 99.000 und hier 73.000 und in dem Bauxit weiß ich noch nicht. Ja, Moment mal gerade. Warum geht das jetzt hier alles wieder runter? Wahrscheinlich wegen Wohnraum, richtig? Ja, wir haben jetzt schon 34 Obdachlose. Es muss unbedingt Häuser bauen. Eine Religion, eine Kirche würde auch nicht schaden. Tja, so ist das in Tropico. Es stehen immer wieder Aufgaben an. Die hier können wir mal annehmen. Die alliierten Befehlshaber stecken in einer diplomatischen Zwickmühle. Nein, ich will kein neues Familienmitglied und ich will gerade keine Militärbasis. Die brauchen wir hier nicht. Hoffe ich. Tja, das wird immer noch nicht reichen, denke ich. Obwohl, wenn wir beide Schiffe kommen, könnte es vielleicht reichen. Wird knapp. Nein, reicht nicht. Schade. Na egal, da müssen wir nochmal einmal warten. In Russland hat die große kommunistische Revolution begonnen. Und nein. Definitiv nein. Jetzt habe ich hier 10.000 Euro mit Dollari über hätte für irgendein so Tinef. So, warte mal, hier sind 53.000 drin. Okay. Bauxit. Ja, wie gesagt, ich glaube, Eisen, das hat uns bis jetzt am meisten Geld gebracht. Die Tropikaner erwarten Wahlen für das nächste Jahr. Sie wollen ihnen Respekt und ewige Treue erweisen. Sie mögen es anders formuliert haben, aber was spielt das schon für eine Rolle? Kann ich die Wahlen einfach abbrechen, indem ich das hier anklicke? Ich hoffe doch. So, warte mal, das reicht immer noch nicht. Aber das nächste Schiff sollte es eigentlich bringen. Dann kann ich das Ding endlich hinklatschen. Mr. President, meinen Berechnungen zufolge wird Tropikos Wirtschaft dramatisch einbrechen, falls sie nicht mehr... Ich mach das mal. Ich hoffe, das ist dann die Destillerie. Wo bleibt das Schiff? Wenn es jetzt kommt, reicht das Geld. Da kommt es. Sehr schön. Dann können wir endlich die Rum-Destillerie hier hinklatschen. Und dann geht's los. Dann gibt's hoffentlich Kohle.
Zack, zack. Kohle, Kohle. So, das sollte jetzt reichen. Da ist sie. Sehr schön. Zack. Da ist sie. Yeah. Ich hoffe, das gibt uns das nötige Kleingeld. Präsidente, in Übereinstimmung mit Paragraph. Ach so, jeder Polizist wird zögern, wer dafür sie zu stimmen. Nehmen wir erstmal das. Kinderarbeit, nein. Glückliche Kindheit, höheres Rentenalter, normale Leben. Nehmen wir das. Und einen. Einwanderungsland auf keinen Fall. Hier sind schon wieder zu viele Leute. Hatte ich es. Das habe ich doch gerade gehabt. Blöd, warum muss ich es denn zweimal auswählen? Und mich verarschen? Kann ich jetzt hier endlich mal draufklicken? Ich hoffe, das ist jetzt so, wie ich es gerade angeklickt habe. Naja. Gut. Komm, baut. Wir sind hier gut im Minus, Leute. Das Ding ist wichtig. Alkohol gibt immer Geld. Muss mal gerade gucken, wo sind denn hier noch Minenplätze? Da ist noch einer. Da ist auch noch einer. Die könnten wir vielleicht dann auch mal in Beschlag nehmen. Gold wäre mal nicht schlecht. Baubau gibt es doch mit Sicherheit Gold, oder nicht? Gold! Wir haben Gold gefunden! Leider noch nicht. Die Verbesserungen hier, die muss ich natürlich auch irgendwann mal bauen. Die Farmen. Da ist sie! Da ist sie endlich! Highschool-Mitarbeiter bitte. Heran. Braut. Nicht Baut. Braut und nochmal Braut. Oh, da ist jetzt ziemlich viel Zucker im Eingang und Rum im Ausgang. Sehr schön. Danke an die Alliierten. So, jetzt kommt der Rum mal bitte irgendwie da weg. Wir sehen, was das am Hafen bringt. Jetzt halt wieder ein bisschen langsamer. Nein, noch nicht. Nur mal gerade gucken. Kommt da jetzt mal irgendwie ein Fahrer? Da ist was abtransportiert worden. Ich weiß aber nicht, in welchem Wagen das jetzt ist. Ist hier rum? Nein. Da rum, Ausgang. Ja, gab Kohle, glaube ich. Guck mal, wir sind jetzt auf jeden Fall bei 19.000, was jetzt hier exportiert wird. Das ist, liegt jetzt nicht nur am Rum, aber teils, nicht? Teils. So, jetzt mein gucken wir mal. Mein junger Schüler, es ist an der Zeit, dass sich das schickt. Annehmen. Auf das Timing kommt es an. Und ich glaube... Annehmen. Bauxit sind wir ja eh schon dran. Also das ist gut, das trifft sich gut. Das wird dann irgendwann mal, werden es 12.000 sein. Das dauert aber wahrscheinlich noch 100 Jahre. So. Ja, jetzt würde ich mich persönlich erstmal um ein paar Häuslein kümmern. Es müssen jetzt nicht hier die normalen Häuser sein. Landhäuser reichen erstmal. Für mehr Geld reicht es sowieso nicht. So. Da können 4 Familien auch rein, ne? Wie in die normalen Häuser. Nötiger Wohlstand, arm. Okay. Gut, die Rumindustrie boomt. Sind wir wieder rum drin? Nein. Das wird bestimmt bald kommen. Da wird schon wieder Bauxit exportiert. Sehr schön. Und wir haben auch schon 1300. Yeah, das läuft. Hab ich eigentlich den Timer angemacht? Ich deppe. Irgendwie kommt mir das hier schon wieder sehr lange vor, wie ich hier laber.
Lol. Genau jetzt läuft er ab. Bin ich geil oder was? Leute. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Tropico 5. Danke fürs Zusehen. Ach so, ich mache erstmal hier die Golfpause. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.